Vama Pada Shirshasana ist linker Fuß hinter den Kopfstellung. Es gibt diese in mehreren Variationen. Upavishta Vama Pada Shirshasana ist Fuß hinter dem Kopf im Sitzen. Im Sitzen gibt die rechte Ferse ans Perineum bzw. an deinen Körper, gibt das linke Kniekehle hinter die Schulter und den Fuß hinter den Kopf oder die Wade hinter den Nacken. Falte, gibt die Handflächen vor dem Brustkorb zusammen. Das ist Vama Pada Shirshasana im Sitzen. Supta Vama Pada Shirshasana. Lege dich auf den Rücken und bringe den linken Vama Fuß Pada hinter den Kopf Shirsha und auch hier kannst du die Hände vom Brustkorb zusammengeben. Die Stellung heißt übrigens auch Vamo Padanasana. Und als drittes übe die Uttita Vama Pada Shirshasana im Stehen. Gib den Fuß, den linken Fuß hinter den Kopf. Das ist eine besondere Herausforderung, weil es nicht nur Flexibilität erfordert, sondern Gleichgewicht, während sich der Schwerpunkt ändert, wenn du den Fuß hinter den Kopf gibst. Probiere es ruhig ein paar Mal und wenn daraus die hüpfende Stellung wird, ist es auch ganz lustig. Gut, wenn es dir gefallen hat, klicke schnell auf Daumen hoch oder gefällt mir. Und wenn es dir gelingt, diese stehende Fuß in den Kopfstellung gut zu halten, schreib es in die Kommentare. Ja, Raffaela, Eduard hinter der Kamera und Sukadev wünschen dir viel Freude beim Ausprobieren fortgeschrittener Variationen. Habe den Mut und probiere es ruhig ein paar Mal.